Da müssen wir hier einfach die Vierer-Dinger zusammen machen und dann bekommen wir auch nur einen Stack raus an dem guten Material. Warte mal, da kann ich mal eben schnell gucken. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dann machen wir uns mal schnell noch ein bisschen was und das sollte theoretisch genügen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stufen wir noch haben, aber ich glaube über einen Stack, wenn ich mich jetzt da nicht täusche. Das müsste hinhauen. Okay, komm, wir hauen uns nochmal 4 auf die Kralle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir noch eine halbe Kiste an Material über. Das sind nochmal, sagen wir mal, über den Daumen 6 Stacks von den Netersteinziegeln hier. So, gut. So, Setzlinge einsammeln. Oben könnten wir mal ein paar Kartoffeln noch mit in den Ofen hauen. Nur so nebenbei, weißt du? Hier, klack, 1, 2, 3. Dann schmeißen wir die oben rein zum Brutzeln. So, brauchen wir sonst noch was? Mir fällt gerade... Na doch, eine neue Axt werden wir uns auf jeden Fall noch machen, weil nicht, dass wir oben irgendwas wegschlagen, uns die Axt um die Ohren fliegt und wir dann mittellos dastehen. Ich habe alle Sticks verbraucht, okay. Dann machen wir das so. Zack. Zack. Recht habt ihr, aber ich habe ja Sand. Gute Nacht. Hab euch nicht verlassen, keine Angst. Ihr werdet mich nicht so leicht los. Hab nur getrunken. So, ja, ihr habt recht. Nimm Kies mit, aber dadurch, dass ich Sand mit dabei habe, Alter, der hat mal fallen lassen. Allmächt. Der genauso. Junge, Junge, bin schon still. Also, Fichte, Hut ab. Tüdel. 28, wir haben zwei komplette Bäume plus gemacht. Und haben noch nicht mal alles eingesammelt. Guck mal hier. Da und da. 30. Dann würde ich sagen, ne, die Setzlinge, die behalten wir, 30. Boah, guck mal, über zwei Stacks, das läuft, Freunde, läuft. Der hat an, sagt man ja so. Das machen wir momentan wieder so ein bisschen publik, das hat man ja früher, ich weiß noch, Counter-Strike 1-6, wey. Kaum hat einer mal eine höhere Kill-Statistik als du gehabt, der hat an, Demo, Demo. Ja, und es kam nicht selten vor, dass dann... Wenn du eine Demo gefordert hast, ganz einfach der beste Spieler des Spiels zur schlechtesten Sau wurde. Das war immer so lustig. Diese kleinen Cheaterlein. Na super, ich hab den ganzen Stuff unten liegen lassen. Warte, ich nehme Schnellweg. So. Wieso ist er jetzt nicht auf die Leiter? Ich hab voll nach drüben geklickt. Gedrückt, gehalten, wie auch immer. Wollte er nicht. Was lassen wir denn jetzt kurz mal hier? Warte, machen wir es so. So. So, dann lassen wir die mal hier, dann nehmen wir die mit. Jo. So, dann werden wir uns jetzt erstmal um dieses Dach hier kümmern. Das heißt, ich komme da noch rüber. Wir gehen hier hoch, watscheln darüber, hier hoch und dann geht's los. Mit dem da und den, genau. So, Weidmanns Heil, auf geht's. So, und hier lasse ich dann den einen frei. Genau. Und dann eiern wir da lang. So, es ist ja immer nur die erste Schicht, die so extrem schlimm ist. Obwohl, hier geht's. Weil auf der kannst du ja dann stehen komplett, wenn du dann die nächste machst. So. Ich lehne mich mal nicht so weit raus. Ah doch, sollte gehen. Meine Füße. Manu.
Was ist denn jetzt da? Geh doch einfach hier hoch. Da rein. Na also. Ich sehe schon, ich sterbe wegen so einem Mumpitz noch. So, warte mal, dann machen wir das so. Und so, weil dann gehen wir jetzt dann hier schön gemütlich lang. Die kommen natürlich wieder weg. Okay, der kann bleiben. Ja, ja, unentschlossen ist er, der werte Herr von und zu, Lord Regent. Aber das kennen wir doch nur so von ihm. Nam, 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 nam. Wäre ich nicht unentschlossen, meine Güte, wer weiß, was aus den Nebellanden geworden wäre. Ob sie überhaupt die Nebellande geworden wären. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Also, wie man sieht, ich habe meine Position nicht verändert und ich halte Shift gedrückt. Aber ich habe es trotzdem geschafft, dass ich runterkeil. Donnerkeil! Ursprünglich war ja hier gar keine Festung geplant. Für diejenigen, die jetzt schon seit der ersten Folge da sind, die wissen es ja, dass eigentlich mal eine kleine Notunterkunft dort drin geplant war. Und bei der Notunterkunft ist es geblieben. Die wirkliche Festung wird erst noch irgendwann mal gebaut. Nein, natürlich nicht. Ich sag mal, mit dem Projekt habe ich mir schon was aufgeheizt, aber irgendwie mag ich es auch, weißt du? Es ist irgendwie so... Ja, ich will jetzt nicht wieder hier mit der Laberei und dem ganzen Füllefanz-Gedöns hier anfangen, aber es ist halt meins, ne? Also... ja. Meins. Klar gibt's Leute, die sagen, der hat hier eine Anlage gebaut, da kannst du deine Bergfeste fünfmal reinstellen und bla und blub und tja, mein Gott, ist halt so. Aber ich glaube auch nicht, dass der eine Viertelstunde am Tag spielt. Der spielt halt dann mal 43 Stunden am Tag. Und da ist das natürlich klar, ja. Wenn ich hier mal betrachte, auf dem was ist denn jetzt? Hallo? Oh. Auf dem Community-Server, ne? Wenn ich da mal so 2-3 Stunden... ich hasse es. Wenn ich da mal wirklich 2-3 Stunden am Stück da rumeier, dann siehst du auch nicht wirklich, dass da was vorangegangen ist, aber im Vergleich mit hier ist das natürlich alles ein bisschen anders. Sehr anders. Denn, ja, das, was ich dort gemacht habe, da haben wir hier bei uns, haben da echt, ich glaube, knapp eine Woche für gebraucht. Und das halt nicht am Stück, sondern immer wieder mal da mal einen Tag und da mal einen Tag und da mal wieder einen Tag. Da standen wir da und haben, also ich stand da und habe gewerkelt und ihr habt zugesehen, wie die Großen. So, das war's. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stufen. Dann heißt das für mich, ich mach gleich mal ein paar. So, und von mir aus nochmal ein Stack. Und die hauen wir auch noch mit rein. So, 2 Stacks 14. Sollten erstmal genügen. Junge, Junge, wir sind schon wieder in der 5. Folge von dieser Aufnahmesession. Die Zeit, die rennt und rennt. Das ist echt Wahnsinn. So, den hier kann man... Nee, den kann man nicht. Der muss noch weg. Dann machen wir das hier. So. Und jetzt sollte ja alles relativ... Upsa, fix gehen. Hallo? Jetzt eiern wir hier nur noch schnell rum. Ja, für Beleuchtung muss ich jetzt dann noch sorgen. Für... Upsa. Ja, die Beleuchtung. Was brauchen wir sonst noch? Eigentlich nichts mehr, wenn die Beleuchtung da ist. Klar, ja, dann brauchst du hier noch... Waffenständer und so ein ganzes Gerödel, ein Bettchen vielleicht. Obwohl, nein, die Wachen, die haben dann irgendwo anders ein komplett eigenes Wachgebäude. Nebelwächter, kennt ihr der ein oder andere bestimmt. Wo sie dann schlafen können, wo sie ihre Ausrüstung verstauen und so weiter und so fort. So, jetzt kommt hier der Half-Step. Steppity Half. Da haben wir dabei... Wollte schon sagen, keine ist ein bisschen wenig. Oh, weil das schon wieder losgeht. Ich hasse es.
Ich hase es. Huh, Hase. So. Ach ja. Was? Achso. Und dann irgendwann geht's dann mal hier weiter oder dann auch mal da weiter. Wer weiß. Die Kühe, die da was sie schon angefangen haben, mal gucken, ob ich die noch fertig bekomme. Bis zur Numero Uno und die drei Neuen dann. Weil, oh Mann, hier müssen wir ja auch noch einiges machen. Also ich meine allgemein hier am Torhaus, wenn jetzt der hier dann endlich mal fertig ist, ja? Also hier das Konterpartstück da dazu, irgendwas schaut da komisch aus. Nee, passt. Dann, warte mal, du weg, du her. Also, um es mal klarzustellen, hier kommt jetzt dann noch ein Dach dazu. Das Falltor muss noch gebaut werden. Und sonst noch irgendwas? Wenn das Falltor gebaut ist? Nö. Doch. Das, was ich hier oben baue, das muss natürlich auch noch komplett fertiggestellt werden, damit ich das abhaken kann. Mal gucken, das sollte eigentlich funktionieren. So, hier rein kommen jetzt dann unsere Balken. Das sind ja 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier in der Mitte. Und da ein. Und hier ein. So. Ziegelsteine müsste ich genug dabei haben, weil dann ziehen wir dann das Ding gleich im Kompletten nach oben. Warte mal, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2... Ach nein, stopp. Ich bin ja ein Idiot. Du weg und du her. 1, 2, 3. 1, 2... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, tut trotzdem weh. Na dann, gute Nacht. Moin. Oh, aus dem Bett gefallen, Knöchel gebrochen. Am, 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 am. So. Dum, dö, dö, dö. Hä? Oh nein. What? Ich würde gerne nicht sterben. Eins, zwei... 3, 4, 5, 6. Okay, warte mal. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Das geht. 1, 2. 3, 4, 5, 6. So, gut. Das heißt, wir brauchen jetzt dann... Ups. Erstmal hier diesen hier. Genau, und dann gehen wir einmal rum. Und den Rest machen wir von unten. Ach nee, erst machen wir oben das Dach und dann machen wir den Rest von unten. So wird ein Schuh draus. So, na, ich denke mal, vielleicht noch ein oder zwei Folgen und dann sind wir durch. Ich hoffe, das kriege ich in dieser Aufnahmesession jetzt dann noch alles schön hin. So, das haben wir. Dann schneller Wechsel zu dem hier. Dem hier. So. Wie gesagt, erste Schicht. Grausig. So, und wenn ich hier runterfall, dann... Hätte ich es mal nicht gesagt. So, kriege ich den eigentlich so weg? Müsste eigentlich, ne? Das haben sie ja... Mittlerweile schon so geändert, dass das hinhaut. Genau. Bevor ich jetzt wieder runter eier, weißt du, da mache ich dann halt hier noch schnell mal das hier so fertig. So. Ist nämlich nervtötend. Aha. So, dann kommen da natürlich noch welche hin. Sicher? Ja, das sind zwei. Na gut. Doch, das passt schon so.
Nicht nervös machen lassen, mein Freund. Nicht nervös machen lassen.